Moin Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Runde The Division. Wieder mit dabei ist der gute Latan. Grüße euch. Und heute sind wir mal nur zu zweit unterwegs und wir werden etwas die Dark Zone unsicher machen, würde ich sagen. So schaut's aus. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rum an den Abholplatz. Denn wir wollen ja ein paar XP machen, damit wir weiter im Level aufsteigen hier in der Dark Zone. Und es erwartet uns Tod und Verderben. Jawohl, Tod und Verderben. Guck mal, hier ist ein Geschütz, das scheint aber nicht zu schießen. Na gut. Packig zu sein. Hier sind Mobs. Keine Ahnung, was der Typ da gemacht hat an der Wand. Toll. Er wollte wahrscheinlich nur einen Hotdog essen. Vermutlich. Oder er hat seinen Hotdog in der Hand gehabt und wollte an die Wand pullern. Stimmt. Ja, das kann natürlich auch sein. Lass uns mal runtergehen, gucken wir mal, ob der Boss da ist. Gibt es eigentlich schon was zum Patch, wann der eventuell kommen soll? Also der 1.2-Patch, der soll wohl Ende des Monats kommen. Allerdings ist es noch alles sehr inoffiziell. Da gibt es noch keine offiziellen Verlautbarungen, ob das so ist oder nicht so ist. Das ist so ein bisschen Gerüchteküche. Müsst ihr vorher... Muss man mal abwarten, ob das dann auch wirklich am Ende so sich so bewahrheitet. Was haben wir denn hier? Handschuhe. Müsste auf jeden Fall vorher der Waffenbalance-Patch kommen, oder? Genau, der soll wohl nächste Woche kommen, soweit ich das weiß. Also sprich jetzt am kommenden Donnerstag. Allerdings muss man mal abwarten, ob das dann auch so passiert. Ich würde vorschlagen, wir haben 5 Sachen. Lass uns gleich mal abgeben. Stimmt. Bevor uns irgendwelche bösen Rooks in den Hintern beißen. Zum Glück ist es ja so, durch die Maßnahmen von Ubisoft und Massive gibt es immer weniger Cheater. Wobei, so ganz weg sind sie noch nicht. Naja. Man trifft immer noch den einen oder anderen. Ich glaube, komplett cheaterfrei zu bekommen, da sind ja Titel gescheitert wie Counter-Strike, das schon zig Jahre auf dem Markt ist und immer noch Cheater hat. Ja, also ich denke auch so ganz cheaterfrei wird man es wohl nicht bekommen. Aber wenn es halt auf ein Minimum reduziert ist, dann ist ja auch schon besser. Ich habe übrigens diesen Bericht mir angeschaut oder angehört, wo es um die Serverstrukturen geht. Und es ist schon recht beeindruckend, was die da auf die Beine gestellt haben. Man denkt so, ja, mein Gott, der Server, der sorgt halt dafür, dass ich mich hier einlogge und Feierabend. So ist es gar nicht. Der gleicht wahnsinnig viel Daten von den Spielern ab. Der greift natürlich nicht ein, aber der, so kriegen sie übrigens auch die Cheater, der gleicht auf Plausibilität ab. Sprich, ob das, was du hier tust, möglich ist oder nicht möglich ist. Und so kommen die dann den Cheatern auf die Spur. Und es ist dann schon eine ganz gute Sache. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann stehen die aber auch in Frankfurt, oder? Ja, genau. Die haben Server verteilt auf der ganzen Welt. Und unter anderem stehen wohl auch welche in Frankfurt. Es stehen mehrere in Europa wohl. Also nicht nur in Frankfurt. Aber eben auch. So, dann würde ich sagen... Hast du was Wertvolles dabei, dann häng zuerst dran. Nö. Nö, ich auch nicht. Dann mache ich halt den Anfang gleich. Guck mal, wie der Hubschrauber hier so reinkommt. Das ist schon recht cool gemacht. Und irgendwo wurde ich beschossen. Keine Ahnung von wo. Ja, irgendwo. Okay, meins hängt dran. Hängt. Meins auch, Todd. Oh, Tagesaufgabe abgeschlossen. Ich bin gerade 51. Jetzt geht's voran. Wir haben das Paket. Da ist ein Mob. Da war ein Mob. Das ist ein Spieler. Irgendwo wandern hier auch ständig irgendwelche Rooks rum, ne? Ja. Da muss man halt ein bisschen, aufpassen. Ich habe zurzeit übrigens kein Ulti. Doch, ich habe Ulti gerade. Okay, lass mal auf die Map schauen. Ich würde mich ganz gern orientieren, wo die Rooks sind. Sehe die aber im Augenblick nicht. Nee, jetzt sind sie gerade weg. Ja.
Dann lass uns einfach mal weiterlaufen, gucken wir mal. Ich hoffe, wir laufen ihn nicht direkt in die Arme. Naja, es kommt drauf an, wenn es zwei sind, dann können wir es schon wagen, aber wenn es vier sind, dann sieht man halt meistens den kürzeren. Inzwischen relativ selten, dass man auf Rook stößt, die alleine unterwegs sind, oder? Ja, das ist wahr. Also. Es sind oft Gruppen, die dann Einzelspieler ganken und es ist halt, naja, gut. So ist es halt, ne? Es ist die Seuche ausgebrochen hier und Tod und Verderben. Erinnert mich an World of Warcraft, wo man auch mit 5 Leuten in irgendwelche Gebiete rein ist und dann irgendwelche einzelnen Leute die Questen getötet. Ja, wenn du auf dem PvP-Server warst, ich war ja nie auf einem PvP-Server. Ich hab's nur mal getestet. Ich war auch mal auf einem Roleplay-Server, das war eigentlich auch ganz witzig. Ich wollte gerade sagen, ich habe damals auf einem Roleplay-Server angefangen und bin da zig Jahre drauf geblieben. Aber leider hat man nichts. Am Anfang waren ja noch Ambitionen da zum Rollenspiel. Da haben sie am Anfang ja noch die Leute geflamed, die sich solche Namen gegeben haben wie Arschkrampe und so. Und am Anfang haben sie die Leute beleidigt, wenn sie irgendwas im Chat geschrieben hatten, was nicht Rollenspiel war. Ja, leider ist alles... Später ging das alles in Bach runter. Genau, genau. Ja. Am Anfang gab es echt Ambitionen. Zum Beispiel, wir hatten sogar eine Stadtwache in Stormwind, die von Spielern sogar gemacht worden ist. Aber, okay, cool. Naja, das hat sich dann auch irgendwie ausgeglichen zum Nichts. Ganz interessant sind auch die Änderungen übrigens, die ja kommen werden, ne? Bei 1.2 hier in The Division. Da bin ich mal gespannt. Die wollen ja den Loot und so, wollen sie ja alles ein bisschen anpassen. Ja, ich denke, es ist aber auch notwendig. Ja, du hast ja auch tolle Erfahrungen im Crafting letztens gehabt. Ja, ich habe mir am Samstag die M1A First Wave Sniper gekauft. Also es ist ein Blueprint, muss man dann selbst herstellen, die Waffe. Und ich habe die bereits 20 Mal gecraftet. Und 20 Mal war es mehr schlecht als recht. Also sprich, jedes Mal die Waffen, die ich halt hatte, waren richtig schlecht. Und welche Talente halt, möchtest du unbedingt drauf haben? Nein, ich möchte halt möglichst Sachen drauf wie Crit. Oh, wunderbar. Ich möchte halt möglichst Sachen drauf haben wie Crit-Schaden. Also alles, was so den Schaden bei einer Sniper erhöht. Das sind schon so Talente, die ich ganz gern hätte. Was ich jetzt nicht brauche, ist Präzision oder Stabilität bei einer Sniper. Das brauche ich nicht. Aber Crit-Schaden hätte ich ganz gern. Crit-Chance hätte ich gern. Vielleicht auch noch mal das Talent bei 40 Meter Entfernung. Dass du dann einfach mehr Schaden machst. Das wäre auch noch mal nice. Wobei das nicht unbedingt zwingend ist, denn häufig schießt man auch mit einer Sniper über kürzere Distanzen wie 40 Meter. Und... ja. Und was hattest du immer für Talente darauf? Irgendwelchen Kram, schnelleres Nachladen. Toll. Cooldown-Reduzierung bei Tötung oder so Zeug. Sehr sinnvoll. Und ja, es gibt Builds, die setzen auf sowas, Cooldown-Reduzierung. Aber ich jetzt persönlich brauche es halt nicht. Ich möchte maximalen Schaden fahren. Lass uns mal hier gucken. Warte mal, da ist ein Mob. Da bin ich immer gespannt, wie sie das ja dann anpassen wollen, weil sie sagen ja, es soll durchschnittlich bessere Waffen geben oder Besseren Drop geben. Ja, genau, es soll besseren Drop geben, also qualitativ hochwertigeren Drop. Ja, und da bin ich aber mal gespannt, wie sie das entscheiden, was qualitativ hochwertiger dann im Endeffekt ist. Ja, ich denke halt, die werden sinnvollere Kombinationen bringen. Weißt du, dass wenn du jetzt ein Equipment hast, was zum Beispiel mehr auf Tech ausgelegt ist, dass du da nicht plötzlich irgendwas dazwischen hast, was überhaupt nicht dazu passt. Denk ich mal. Keine Ahnung, wie sie das machen wollen. Naja, auf jeden Fall das nächste große Thema muss auf jeden Fall die Anpassung vom Library ist alles leer. Lass uns Richtung Tankstelle gehen. Die nächste große Anpassung muss die Anpassung vom Crafting sein, sonst... wird's echt blöd. Ich habe übrigens Ulti ready, falls von den Spielern. Dann findest du zuerst. Davon sind übrigens die 3 Spieler. Ja. Lass uns nach hier gehen. Vorne sind Mobs. Oh.
Ja, die Spieler sind wohl weitergezogen, alles gut. Okay. Was war ja diese Gegner, wo ständig vorhin die Rooks waren? Weiß ich nicht, ob die das waren. Man konnte ja noch keine Namen sehen. Kann natürlich sein. Weiß man aber nicht. Manchmal ist es halt auch mit dem Rook-Sein so eine Sache. Manchmal kann man gar nichts dafür, weil das ist zum Beispiel auch ein großes Manko, finde ich. Es gibt ja Gruppen, also zum Beispiel Vierergruppen oder Dreiergruppen, da Spieler, da warten die oder laufen einem nach oder passen einen ab, wenn man gerade in einer Rogue oder in einer Rook-Gruppe, nicht in einer Rook-Gruppe, in einer Mob-Gruppe am Kämpfen ist. Und wenn man jetzt schießt, ne, mit so einer AUG oder mit so einer Vektor, dann hat man ja eine recht hohe Schussfrequenz. Und in dem Moment drückt sich einer rein und läuft einem vor den Schuss. Und schon ist man geflaggt und die anderen ballern einen dann weg. Aber ist in letzter Zeit nicht so oft passiert, oder? Doch, das gibt's immer noch recht häufig. Echt? Ja, ja. Das gibt's immer noch recht häufig und das ist recht nervig. Jetzt gerade gestern hatte ich so einen Fall. Ich meine, gut, es ist nicht mir passiert. Das ist nicht mir passiert, aber... Pass auf, Spieler. Aber ich hab's dann im TS halt fluchen hören. Vorsicht. Du komm, Spieler. Mehr als einer. Ich bin ein Stück von dir weg. Na gut. Ja, da muss man immer echt vorsichtig sein. Hier in der Dark Zone, das Klima wird auch rauer. Jetzt mit den neuen Kisten wird es, glaube ich, noch rauer, denn die wollen ja auch den Drop aus den Drop-Kisten verbessern. Ja gut, aber wie gesagt, wie du sagst, wie wollen sie es ändern? Weil sie können ja sagen, wenn du 10 Schüsse auf jemanden abgegeben hast, bist du gelistet oder die Anzahl erhöhen oder so. Nee, man könnte aber hergehen und könnte sagen, dass ich Friendly Fire aktiviere oder deaktiviere. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Wook spielen möchte, dann... deaktiviere ich eben über einen Tastendruck Friendly Fire, was weiß ich was, von mir aus über die Ü-Taste. Und wenn ich eben kein Rook spielen will, dann wird eben Friendly Fire deaktiviert. Und somit kann mir das eben nicht passieren, dass ich unfreiwillig Rook werde. Andererseits werden sie das nicht tun, denn die sind ja froh, wenn es hier in der Dark Zone ein bisschen rauer zur Sache geht. Denn dafür ist die Dark Zone ja eigentlich da. Stimmt. Aber dass man dann solche Mechaniken halt aushebelt und jemanden ins Rook-Sein hineinzwingt, das finde ich halt jetzt nicht so... Ja, finde ich ein bisschen unschön. Nicht so prickelnd, ne? Weil jetzt zum Beispiel wir zwei, jetzt, wenn da jetzt eine gut equippte Viermann-Gruppe kommt und hast du da einfach keine Schnitte. Die sprechen ihre Ultis ab, so wie wir das eben auch getan haben, dass ich eben zuerst zünd... Und dann Blutkrom zündet. Und wenn die dann zu 14 sind, das ist echt schwierig. Dann ballern die vielleicht noch auf ein Ziel. Alle von vier. Von der Division Tag übrigens. Ja, war das da oder was? Ja. Ich hab nicht geguckt. Naja, und dann ballern die vielleicht noch zu viert auf ein Ziel. Und dann ist auch mit Ultimate nämlich viel zu holen. Ich glaube nicht, dass du zu zweit gegen eine eingespielte Vierergruppe dann bestehen kannst. Nee, normalerweise nicht. Wenn das eine gute Gruppe ist und die gut gegiert sind und so, dann hast du da keine Schnitte. Und deswegen finde ich sowas halt nicht so toll. Denn wie gesagt, die gehen nicht Rook, die grasen dann halt irgendwelche Spieler ab, die eigentlich nur friedliche Dinge machen wollen. Lass uns hier Korea, nicht Korea Town ist es ja nicht, aber hier die Koreastraße hoch. Weil hier lungern mitunter Mobs rum, aber im Moment sehe ich keine. Nichts, naja, auf jeden Fall, das wäre so eine Möglichkeit, wie man dieses unfaire Spiel eben unterbinden könnte. Und ja, wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube, das werden sie wahrscheinlich nie machen. Nee, ich glaube auch nicht, dass sie es machen werden. Zumindest habe ich da noch nie was in der Hinsicht gelesen, dass sie da jetzt irgendwas drüber nachdenken. Überhaupt. Aber es ist auf jeden Fall eine unfaire Sache und das finde ich dann halt nicht so schick. Aber hey, das ist die Dark Zone, hier herrscht Anarchie und... Ja, im Endeffekt ist ja alles erlaubt, ne? Ja, es ist alles erlaubt. Es gibt ja auch, es gibt ja auch Leute, die lassen sich in eine Gruppe einladen oder werden eingeladen, warten, bis man zum Abholpunkt geht, verlassen die Gruppe und,
Ja, und jagen dann die Jungs am Seil in die Luft. Und das, ja. Ja, oh, jetzt habe ich irgendeinen Bockmist aufgehoben. Lass uns mal den Heli rufen. Und wir können nochmal schnell runter und gucken, ob der Boss da ist. Respawn da ist? Ja, ob der Respawn da ist, weil der respawnt mitunter recht zügig. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Mal geht's schneller, siehst du? Der ist schon wieder da. Und mal dauert es länger. Keine Ahnung, ob die überhaupt feste Respawn-Raten haben, Zeichen und so. Ich denke, das liegt am daran, wie der Server belegt ist. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja. Obwohl ich ja auch schon spät nachts hier so meine Runden gedreht habe. Und da erschien mir das nicht so. Denn lass uns trotzdem nach den Kisten gucken. Denn da waren auch ständig alle Bosse da. Das heißt, wenn ich hier so meine Runde gemacht habe und fertig war, dann waren die Bosse eigentlich wieder da. Gut, dann laufen wir jetzt hoch. Wobei es ja nicht unbedingt gezwungen bist, in der Nacht zu machen. Inzwischen muss ich sagen, geht's eigentlich. Also heute muss ich sagen, ist jetzt eigentlich eine erfolgreiche Runde. Ne? Wir hatten jetzt schon mal voll. Na, ich hab's halt nachts gemacht, oft, weil da natürlich auch viel weniger Cheater unterwegs waren. Mittlerweile geht es auch so ganz gut. Verlassen des kontaminierten Gebiets. Also da hat sich deutlich was getan. Da gab's ja auch jetzt vor kurzem eine größere Bannwelle von Massive und Ubisoft. Und, da kommt der Hubschrauber rein. Ladungsaufnahme erfolgt. Da ist er. Gehst du hin? So, ja gut, dann gehe ich als erstes, okay. So, häng dran, dann du. Wunderbar. Da ist er, der Hubschrauber. Oh, da kann man sogar unten reingucken. Mit der Seilwinde hier. Habe ich schon nie drauf geachtet. Mit US Army unten drauf. Boah, US Army. Das ist ja... Ich will mal gucken, wer das reinzieht. Ob dann die Klappe... Oh, zack, geht die Klappe zu. Hightech. Guck mal, genau. Wie er abdreht. Und weg ist er. Na gut. Okay, dann würde ich sagen... Wir hoffen, die ganze Runde hat euch gefallen. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback. Lasst einen Daumen nach oben da oder am besten noch einen Kommentar. Und dann sage ich mal ciao, ciao und der Latan. Der sagt auch ciao, ciao und bedankt sich für die gemütliche Runde. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.